unsere Medikamente im Test 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet, der Stiftung Warentest. Und im Kapitel Haut, Haare bin ich angekommen beim, muss mal gerade gucken, ja, ich habe nur kein Zeichen reingemacht, beim Sonnenbrand. Am Anfang gibt es einen erläuternden Text, danach kommen die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe erst als Übersicht und dann geht es den Wirkstoffen nach in alphabetischer Reihenfolge weiter. Die Medikamente sind alle rezeptfrei. Es gibt Hydrocortison als geeigneten Wirkstoff und die beiden anderen Wirkstoffe sind wenig geeignet, rot. Hydrocortison grün geeignet und die beiden anderen rot wenig geeignet. Das Kapitel ist deshalb auch so kurz. Sonnenbrand. UV-Strahlung schädigt die Haut, indem sie das Erbmaterial der Zellen verändert, aggressive Sauerstoffteilchen freisetzt und Bindegewebsfasern in der Haut abbaut. Nochmal, UV-Strahlung schädigt die Haut, indem sie das Erbmaterial der Zellen verändert, aggressive Sauerstoffteilchen freisetzt und Bindegewebsfasern in der Haut abbaut. Normalerweise kann die Haut solche Schäden selbst reparieren. Wird sie aber einem Übermaß an UV-Strahlen ausgesetzt, gelingt dies nicht mehr. Und es können bleibende Schäden auftreten. Die Haut wird rot, spannt und schmerzt. Ist sie stark verbrannt, bilden sich Brandblasen. Je häufiger die Haut verbrennt, desto größer ist die Gefahr, dass sie dauerhaft geschädigt wird. Und das bedeutet, das Risiko für Hautkrebs steigt. Besonders gefährdet sind Kinder sowie blonde und rothaarige Menschen mit heller Haut und oder vielen Leberflecken. Ist eine Selbstbehandlung möglich? Belege für eine therapeutische Wirksamkeit von Arzneimitteln bei Sonnenbrand sind spärlich. Wenn der Sonnenbrand stark schmerzt oder mit Fieber einhergeht, können in den ersten 1 bis 2 Tagen einfache Schmerzmittel wie etwa Ibuprofen oder Paracetamol eingenommen werden. Wasserhaltige Gele, Aftersun-Produkte oder Pflegeemulsionen, auch solche mit dem Zusatz von Dexpanthenol zur Hautpflege, wirken kühlend und beruhigend auf die Haut und halten sie feucht. Cortisonhaltige Mittel in Form von Gel oder Creme kühlen und können die Entzündungen dämpfen. Äußerlich anzuwendende Antihistaminika kühlen zwar die Haut nach einem Sonnenbrand, sind aber dennoch wenig geeignet. Die therapeutische Wirksamkeit ist nicht ausreichend nachgewiesen und die Mittel können leicht Allergien auslösen. Wann zum Arzt? Wenn Fieber, Schüttelfrost und Übelkeit auftreten, liegt der Verdacht auf einen Hitzschlag nahe. Dann sollten Sie möglichst rasch einen Arzt aufsuchen oder rufen. Wenn sich auf der Haut Blasen bilden, hat die Sonne die Haut sehr stark verbrannt. Auch dann sollten Sie einen Arzt um Rat fragen. Was kann ich selbst tun? Sie können feuchtkalte Umschläge mit kaltem oder handwarmem Wasser oder Essigwasser machen und die Haut auf diese Weise kühlen. Essig wirkt zusammenziehend auf die Blutgefäße und mildert so die Entzündung ab. Auch eine Joghurt- oder Quarkkompresse beruhigt die durch einen Sonnenbrand gereizte und schmerzende Haut. Ratsam ist es auch, viel zu trinken, weil der Körper, wie bei jeder Verbrennung, einen erhöhten Flüssigkeitsbedarf hat. Nach einem Sonnenbrand sollten Sie die Sonne meiden, bis sich die Haut vollständig regeneriert hat und nicht mehr gerötet ist. Generell sollten Sie durch geeignete
Sonnenschutzmaßnahmen jeden weiteren Sonnenbrand vermeiden. Bestimmte Medikamente machen die Haut empfindlicher für UV-Strahlen. Dazu gehören einige Antibiotika, Rheumamittel, Johanniskraut, Carbamazepin sowie das Schmerzmittel Ketoprofen. Solange Sie diese Arzneimittel einnehmen, sollten Sie direktes Sonnenlicht meiden oder die Haut mit einem Sunblocker schützen. So, das war der einführende Text. Es geht um die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe. Es gibt 0,25% Hydrocortison, das ist grün geeignet. Es gibt Dimetinden, das ist rot wenig geeignet. Und es gibt Chlorphenoxamin, das ist auch rot wenig geeignet. Es geht weiter in alphabetischer Reihenfolge. Als erstes die beiden Antihistaminika, die äußerlich eingewendet werden. Das sind Chlorphenoxamin und Dimetinden, die sind wenig geeignet. Und danach kommt das äußerlich angewendete Hydrocortison, das ist grün geeignet.